5, 4, 3, 2, 1, 0, Ignition. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind das letzte Mal in den ersten Tempel gekommen und sind jetzt genau vor dem Boss. Für den Boss muss man den Bogen hier ausrüsten. Das einzige Problem, was ich jetzt mit denen habe, ich habe keine Feen dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob das... Hoppala. Ja, wenn ich so weitermache, dann wird das auf jeden Fall nichts. Komm schon, stirb. Au, 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 au. Au, au, weg da. So, das ist ja eigentlich nicht so schwer, nur gehen mir jetzt gleich die Pfeile aus, wenn ich so weiter mache. Nein! Stirb, stirb. So. Der ist auch nicht allzu schwer. Einfach mal hier Schwertchen aufladen, der springt dann so drauf und bringt sich somit selber um. Also mache ich das immer. Finde ich, geht am einfachsten. So, komm schon. Man kann natürlich auch warten, bis aufgeladen ist, und wenn er runterspringt. Je nachdem, wie man halt gerade lustig ist. Okay, das war mal nichts. Und so wird das auch nichts. Man kann natürlich auch weiter mit Pfeile auf den rumschießen, glaube ich, zumindest. Bam! Ja, genau. Bam! Kaputt! Herzcontainer! Woo! Somit haben wir 5 Herzen und das erste von 3 Amuletten. Ja, du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrara. Ich habe immer noch Probleme mit dem Namen. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Bing. So, wir sind wieder außerhalb des Tempels und... Komm schon. Okay, stimmt, das geht ja nicht wegen dem Höhenunterschied. Boah, geht doch. Ja, stirb. Kartoffel. Nee. Was soll ich sagen? Genau, wir müssen jetzt wieder zum Dorfältesten gehen, denn von ihm bekommen wir noch ein schönes Item, das wir sowieso brauchen, sonst kommen wir nicht wirklich weiter. Ja, wir kommen wirklich nicht weiter sonst. Ich muss noch ganz kurz einen Schnitt machen und danach geht es sofort weiter. Moment. So, dann machen wir immer weiter. Wir reden jetzt erstmal mit dem Typ da und gucken, was er zu sagen hat und was er uns so für ein Item gibt. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich herum. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse. Um für die 7 Weisen zu gewinnen, damit dies das... Nochmal. Ja, Weisen das... Okay. Tief durchatmen und nochmal bla 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 Weisen Zeit zu gewinnen. Damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Slikes, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu ringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weißen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Ta-da-da-da, Pegasus-Stiefel! Ah, die Pegasus-Stiefel. Sie machen mich so schnell wie den Wind. Ich muss einfach nur A gedrückt halten. In einer der Höhlen östlich des Hyliasees ist etwas Nützliches versteckt. Okay, also Hyliasee... Versteckt. Da wollen wir nicht eigentlich reingehen. Da gibt es nichts mehr. Das haben wir ja schon alles geplündert gehabt im letzten Part. Und jetzt haben wir Pegasus-Stiefel. Boom! So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, wieder zurück. Wir haben jetzt auch noch die anderen Amulette eingezeichnet bekommen. Einmal hier und einmal hier. Ja.
Und da hinten ist das Master Schwert oben links. Das können wir uns dann holen, sobald wir die anderen beiden Amulette haben. Ah. Lal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 a. Boah. Ich finde das lustig. So, jetzt rennen wir erstmal. Wo rennen wir hin? Da, ich renne genau rein. Okay, was war das? Aha. Ja, okay. Egal, ich lasse jetzt mal in Ruhe. Ja, wir gehen wieder zurück in das Dorf. Zumindest in die Nähe, denn da gibt es noch ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Die wir auch brauchen werden. Upsala. Au, 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 i, au. Lalalala. Ich hoffe, ich laufe richtig. Nein, tue ich nicht. Nein, tue ich wirklich nicht. Ist ja normal. Erstmal falsch laufen und so. So, jetzt sind wir aber so ziemlich richtig. Hallo. Dann lass mich auch in Ruhe. Bam. Hihi. So, jetzt sind wir dann schon gleich da. Dann können wir uns nämlich noch ein Herzteil und ein wichtiges Item holen. Und zwar gehen wir hier rein. Hier haben wir eine Mauer zum Sprengen, die man bestimmt fast nicht erkennen kann. Ja, da geht man da durch. Da geht man da raus und durch die Pegasus-Stiefel sagt uns die Frau, dass wir 15 Sekunden Zeit haben, um bis an die andere Ende da zu kommen. Und ja, genau. So schafft man das natürlich nicht. Ich brauche schon viel zu lange. Da, 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 da. Da, 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 da. Denn wir bekommen ein Herzteil. Wuhu. Dankeschön. Jetzt haben wir schon mal zwei Herzteile. Fehlen noch zwei, um ein Herzcontainer zu bekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ne, da hoch. Denn da ist die Bibliothek. Und da wir die Pegasus-Stiefel haben, kommen wir auch an das Buch da oben. Man muss einfach nur gegen das Helga rennen. Ta-da-ta! Yay! So, und mit dem Büchlein kommen wir auch in den nächsten Tempel. Denn das brauchen wir dafür. Ich glaube, wir machen uns auch gleich auf den Weg dahin. Denn ich... Ja, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, wir schauen da jetzt mal hin. Genau. Da kommen wir noch nicht durch, weil wir die Handschuhe noch nicht haben. Die bekommen wir erst in dem Tempel dann. Oh, scheiße, jetzt habe ich schon was verraten. Oh, ne, lass mich in... Lass mich... Ach, komm schon. Ich hasse es. Warum schaltet Meister den jedes Mal schräg, wenn er das nicht tun soll? Blum. Ein paar Herzen wären nicht schlecht. Ja, eine Bombe. Genau. Ich verrecke hier gleich genau am Anfang. Da, 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 da. Gott sei Dank sind wir bei unserem Haus. Da können wir ja schnell mal drei Herzchen mitnehmen. Miau. Blick, blick. So. Passt. Jetzt sind wir wieder so ziemlich voll. Und damit machen wir uns so langsam auf den Weg in den nächsten Tempel. So. Ah, geh weg. So, was haben wir da noch? War da nicht noch irgendwas? Bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, da war noch irgendwo was, was man holen konnte. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon holen kann, deswegen gucke ich erstmal so. Erstmal. Bomben. Und nochmal rein. So.
Dann haben wir hier nämlich zwei Schalter. Der eine Schalter macht gar nichts, wenn man ihn nicht rauszieht. Bomben! So, der andere Schalter öffnet hier die Schleuse und lässt das ganze Wasser durch. Somit ist außerhalb das ganze Wasser nun verschwunden und wir finden noch ein Herzteil. Somit haben wir 3 von 4. Okay. So, gibt es noch irgendwo eins auf die Schnelle? Ja, gibt es dann später aber erst. So, lass mich. Genau, da haben wir eine Höhle. Schauen wir da halt mal schnell rein. Was da so ist, wenn wir schon mal da. Ah, hallo. Wey, wir werden wieder aufgeladen und so. Volles Herz. Ja. Und sind auch schon gleich beim nächsten Tempel. Boah, Wüste, ey. Das sind überall die Geier und die gehen mir total auf die Nerven. Und diese Schlammmonster natürlich. Au. Laufe ich jetzt richtig? Bin ich richtig? Bin ich nicht richtig? Ja, ich bin richtig. Geben wir jetzt nicht auf den Keks, denn wir haben hier irgend so eine Tafel, wo man nichts lesen kann. Dafür brauchen wir das Buch. Ja, ich sollte das Buch benutzen. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. So. Jetzt bewegen sich die komischen Dinger, die drehen sich erstmal so ein paar Mal im Kreis und dann stoppen sie. Und jetzt können wir in den Tempel hinein. Hallo. Na, kommt. So, jetzt sind wir in Tempel Nummer 2. Ach genau, da gibt es dann diese komische Lasertürme. Ja, das ist schon mal Sackgasse, guter Anfang. Komm, feuer dein Laser. Dankeschön. Pfeile, die können wir brauchen. Da. Ja, da müssen wir auch immer aufpassen, da kommen so Viecher, die schießen so rote Dingsies. Jetzt gucken wir mal, was ist da. Okay, da haben wir sowas hier. Komm, verschwinde. Danke. Hallo du. Stirb. Oh ja, man soll ja natürlich auch in die richtige Richtung gucken. Soll helfen, habe ich gehört. Na komm, weg. Weg. Wow. Bum. Bisschen Pfeile sparen. Viele haben wir ja im Moment nicht. Oh, das war zu früh. Wir haben ja noch ein paar Vasen. So, jetzt schaue ich mir erstmal hier. Weg. So, komm her, du. Jetzt aber. So, ihr zwei. Sterbt jetzt auch. So, da haben wir das hier. Da haben wir das hier. Das habe ich gesucht. So, hier haben wir die Karte. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir erstmal nach rechts. Und ab in diese Tür. Und da haben wir ganz viele tolle Gegner, die mir jetzt schon auf den Keks gehen. Genau, taucht mal eine Fleck auf, dann kann ich euch so ziemlich alle auf einmal killen. Boah, ganz viele Herzen. So. Dann laufen halt eben da unten lang. Oh. Ja, da brauchen wir erst Schlüssel, aber Zeit ist auch schon beinahe rum. Was machen wir denn jetzt noch? Lololo, wir gucken uns noch ein bisschen um. Da haben wir noch eine Tür. Gehen wir ganz schnell rein. Da haben wir ein Laser. Dann gehen wir da raus erstmal. Ja, okay. Hat sich erledigt. ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Auch gut. Brumm, brumm. So, oh, das war knapp. Ja, dann bleibe ich halt einfach mal hier in der Ecke stehen. Die scheinen ziemlich sicher zu sein und sag viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao, ciao.